Jetor hat zu DDR-Zeiten über Objekt- und Datenschutz promoviert. Er gilt als Kenner in Sicherheitsfragen. Die Möglichkeiten, die Qualität zu überprüfen, die sind sehr beschränkt. Für alles andere in der Sicherheit oder für fast alles haben wir bestimmte Qualitätsmerkmale. Und bei dem Leibwächter ist das nicht der Fall. Dr. Vietor hält die Deutschen zwar für Individualisten, die Personenschutz eher als lästig empfinden, aber die zunehmenden Schadensfälle, glaubt er, werden das ihre tun. Der Markt selbst wird sich insoweit aufgrund dieser Negativentwicklung positiv entwickeln. Die Qualitätsanforderungen, das ist eine ganz andere Seite. Wir sind eigentlich auf diese Entwicklung nach meiner Meinung noch nicht vorbereitet. Also nicht ausreichend vorbereitet. Zum einen durch die neuen Formen oder entwickelten Formen der Kriminalität. Ich erinnere hier auch an das Einfließen mafiöser Gruppen aus Osteuropa. Dort haben wir natürlich auch eine sehr hohe Kriminalität. Und dort gehört der Leibwächter, oder wie Sie ihn auch immer bezeichnen wollen, zum täglichen Erscheinungsbild. Also das Niveau dort ist auch zwangsläufig wesentlich höher. Ich meine es nicht nur quantitativ, sondern qualitativ. Sie werden sich in Riga, glaube ich, selbst überzeugen wollen, dass dort eine sehr qualifizierte Ausbildung geboten wird. Und Riga ist nur ein Beispiel. In Riga hat sich seit der Unabhängigkeit Lettlands von der früheren Sowjetunion viel verändert. Das kleine Land auf dem Baltikum steht wirtschaftlich nicht schlecht da, hat eine harte Währung. Gibt es deshalb so viele Banken in der alten Hansestadt? Banken und Banker brauchen Schutz. Mitten im Herzen der Altstadt beobachten wir eine Personenschutzübung. Trotz unserer Kamera, keiner der Passanten drehte sich auch nur um. Gehört der Leibwächter, wie Dr. Vietor sagte, tatsächlich zum alltäglichen Erscheinungsbild? Das relativ niedrige Kostenniveau ermöglicht eine wesentlich billigere Ausbildung und auch Beschäftigung von Leibwächtern als bei uns im Westen. Die Übung endet vor dem Haus, in dem die International Security Academy, die internationale Sicherheitsakademie, ihren Sitz hat. Der Direktor, der früher stellvertretender Kommandant einer Spezialtruppe der Armee war, hat Sicherheitskonzepte in der ganzen Welt studiert. Zu welchem Ergebnis ist Janis Steenbergs gekommen? Wir sind ein kleines Land mit einer kleinen Bevölkerung. Vor dem Hintergrund der Kriminalität in Lettland sind wir der Meinung, dass die israelische Grundformel für uns in puncto praktische Ausbildung und Personenschutz die beste ist. Welche Voraussetzungen muss ein Kandidat mitbringen, der an der Akademie ausgebildet werden will? Der Anwärter muss körperlich, gesundheitlich fit sein. Ein schweres physisches Training testet dies. Der Kandidat muss die Genehmigung des Innenministeriums haben, den Nachweis, dass er keine Kontakte zur Unterwelt hatte. Um zu überprüfen, ob er auch den psychologischen Erfordernissen entspricht, also psychisch in der Lage ist, die Aufgaben zu bewältigen, verwenden wir spezielle Testmethoden mit Hilfe eines Psychologen. Janis Steenbergs hat auch das deutsche Ausbildungssystem kennengelernt. Was hält er davon? Meines Erachtens, und auch andere teilen diese Meinung, ist das deutsche System zu theoretisch. Mit diesem Konzept ist es unmöglich, die Auszubildenden auf eine reale Situation vorzubereiten. Ich glaube, dass unser System sich maximal an der Praxis orientiert. Bei unserer Ausbildung die Praxis im Vordergrund steht. Der Materialeinsatz ist hoch. 800 Schuss Pistole, 200 Schuss MP verfeuerten die 8 Teilnehmer während unseres Drehtages. Nur so, der Ausbilder, geht das Schießen in Fleisch und Blut über. Nur westliche Waffen kämen zum Einsatz, die seien zuverlässiger. Eine dreiwöchige Ausbildung einschließlich Unterkunft und Verpflegung kostet durchschnittlich 3.500 US-Dollar. Personen seien beim Training noch nie zu Schaden gekommen, wenn auch bei einem früheren Kurs 2 Volvos zu Schrott gefahren wurden. Thank you.
Am nächsten Tag in der Akademie geht es wieder ruhiger zu. Kopfarbeit ist angesagt, die Planung für eine Evakuierungsübung. Die Schutzperson soll am Nachmittag ein bekanntes Lokal in Riga besuchen. Grundrisspläne werden studiert, mögliche Gefahrenquellen diskutiert, denkbare Fluchtwege erörtert und festgelegt. Lokaltermin, praxisnahe Ausbildung, sich in der Realität zu bewegen, lautete die Maxime des Akademiedirektors. Hier wird's umgesetzt. Und nachdem der Bösewicht das Lokal betreten hat, wird's bald wieder hektisch. Was zeichnet denn, wollten wir zum Schluss vom Ausbilder wissen, einen wirklich guten Leibwächter, einen Bodyguard aus? Wenn der Kunde lebt und der Bodyguard lebt, dann ist er ein guter Bodyguard.